Also die Gina ist grundsätzlich ein sehr zurückgezogener Mensch, auch wenn man das nicht glaubt, aber privat ist sie ganz ein nettes, einfaches Mädchen, so wie jeder andere. Die kocht, die putzt selbst, die hat keine Putzfrau, also die macht alles selbst zu Hause und geht auch ungeschminkt einkaufen, macht alles selbst. Ja. Aber wenn ihr Unrecht getan wird und es lässt einer nicht locker und haut dauernd auf sie drauf, dann kann ich mir vorstellen, dass die auch ihre Krallen ausfährt und dass die dann so richtig zurückbeißt. Der Florian Wess hat unzählige Fernsehprojekte im deutschsprachigen Raum gemacht, hat sich etabliert, hat sich selbstständig gemacht, hat seine eigene Modelinie, ist als DJ ausgebildet, also er hat mehrere Standbeine. Der wird dort drinnen zeigen können, wer er wirklich ist, was ihn ausmacht, und er hat sehr, sehr viele Charaktereigenschaften, die man ihm nicht zutrauen würde, die aber für ihn ganz natürlich sind. Und wenn er sich im Dschungel so verhält, wie er wirklich ist, ist das ein Anwärter auf den Thron. Da gibt es jemanden, den gar keiner kennt da drin, ja, der auch, glaube ich, noch nie in einem RTL-Format vorgekommen ist, ja, und den man vielleicht jetzt da seit 6, 7, 8 Monaten kennt. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber da frage ich mich wirklich, wie man darauf kommt, welcher, also ich kann mir natürlich den taktischen Grund irgendwie vorstellen, aber nachvollziehen muss ich ihn deswegen nicht können. Also Jens ja. Büchner ist ein absoluter Sympathieträger, wenn er drinnen ist, ja, der ist auch, ich möchte jetzt sagen alter Hase, aber der ist ein sympathischer Typ, der ist auch authentisch und der ist bestimmt auch ein Anwärter für die Dschungelkrone. Definitiv. Der Jens Bücher, wirklich, glauben Jens Sie Büchner das? Jens Büchner ist jedenfalls, er ist authentisch. Wenn der aber da drin polarisiert er nicht? Er polarisiert, ja. Er darf, meines Erachtens, er kann sich viel erlauben, aber er darf nicht lügen. Wenn er anfängt, Lügengeschichten zu erzählen oder wenn er anfängt, Sachen so darzustellen, wie sie nicht sind, und die Leute merken das, und das könnte vielleicht ein Problem bei ihm sein, dann ist er draußen. Wenn der authentisch ist, ehrlich mit sich selbst ins Gericht geht, dann kann der relativ weit kommen. Die beiden waren ja ein Liebespaar, ja. Und das Ganze ist ja nicht so gut auseinandergegangen und das gibt bestimmt die ein oder andere Geschichte oder Klärungsbedarf, und ich denke mal, dass Gina Lisa da schon auch Sachen ansprechen wird, die in der Vergangenheit nicht so gelaufen sind, wie sie laufen hätten sollen. Ist die Gina Lisa noch immer verletzt von ihm? Also ich glaube, nach so vielen Jahren kann man nicht mehr verletzt sein, aber vielleicht enttäuscht. Wut, Enttäuschung, wütend ist ja auch das ist ja Jahre her, ne? Also das sind ja auch alte Kamellen, aber grundsätzlich gibt es da wahrscheinlich Gesprächsbedarf. Ja. Hani? Den kennen Sie nicht, Hani? Den Ex-Freund von dem Germany's Next Topmodel? Also da kennt man ja nicht mal die Gewinnerin, ja? Wieso sollte man dann den Ex-Freund kennen? Also den Namen noch nie gehört. Also ich denke mal, dass die austeilen wird, und wenn der was gegen den Strich geht oder der etwas zu viel wird, die wird ihre Meinung nicht hintenrum sagen, sondern die wird das mitten ins Gesicht sagen. Und da gibt's und wer das nicht aushält, der hat zu kämpfen mit sich selbst. Mit wem könnte die das ein bisschen gehen? Mit jedem. Also ich glaube, die könnte mit jedem aneinander geraten. Ja. Okay, also das ist so die Gewitterzicke da drin. Das ist, keine Ahnung, also ich glaube, dass die auch authentisch ist, ja, aber die ist halt, wie sie ist. Die lässt sich halt nicht gefallen und kann sich wahrscheinlich auch von jungen Leuten, die in diesem Geschäft noch keine Ahnung haben, die sich nichts gefallen lassen. Ich glaube, eine Katalot ist mit Florian Wess eine, die meisten Reality-TV-Shows gedreht hat da drin. Also von den Männern hat der Florian die meiste Reality-TV-Erfahrung und bei den Frauen ist es Katalot. Und die beiden wissen bestimmt ganz genau, auch mit so einer Situation umzugehen. Weil es waren auch beide in Big Brother. Fürs Aussehen kannst du ja nichts. Also wenn das die einzige Masche ist, mit der du punkten kannst, das spricht ja auch für das, dass man dann eher charakterlos ist. Ja. Gina Lisa hat ein extremes Aussehen. Sie ist, der ein oder andere bezeichnet sie bestimmt als Sexbombe. Ja. Aber die hat ganz andere Sachen, mit denen die punkten kann. Ne. Und wenn man nur Brüste zeigen kann und sonst nichts, dann auf Dauer wird es langweilig, denn an Schönheit gewöhnt man sich, an Dummheit nicht. Hanka Rackwitz. Keine Ahnung, also ich kenne die Dame auch nicht. Ne? Ich habe gelesen, dass sie als die Zicke gelten soll. Ja.
Ich lasse mich überraschen. Aber ich glaube, dass das eine ganz unscheinbare Kandidatin wird oder ist und die ganz am Rande irgendwo, die wird ihre Szenen haben, die wird ihre Rolle einnehmen und dann durchs Hintertürchen, ohne dass man merkt, dass die jemals drin gewesen ist, ist die wieder draußen. Also so leicht funktioniert das. Apropos, ja. Wenn und am Ende des, und das ist wieder eine klassische Kandidatin, wo man nicht weiß, dass sie überhaupt drin war. Weil man sagt, ach so, die war drin, wer war denn das überhaupt? Also, ja. Also man wird von ihr keine Kenntnis drinnen irgendwie großartig erlangen. Ne? Apropos rausgehen, ohne bemerkt zu werden, wer geht als erstes? Wer packt es nicht? Das kann ich Ihnen sagen, wenn ich die erste Sendung gesehen habe. Und so vom Gefühl her, haben Sie so irgendwas, wo Sie sagen? Kann ich nicht sagen. Ne? Also das ist natürlich, ich kann Ihnen sagen, wenn ich die erste oder die ersten zwei Sendungen gesehen habe, habe ich da relativ ein gutes Gespür dafür entwickelt. Und dann kann ich sagen, wer kommt auch authentisch rüber und wer wird ungefähr ins Finale kommen und wer ist jemand, der am Schirm einfach das nicht rüberbringt, was er vielleicht rüberbringen möchte oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen.